Das Wochenende steht vor der Tür, der dritte Advent ebenso. Vorher sind wir nochmal für Sie da. Natürlich auch heute reden wir über Impfkampagnen, wie etwa an der Semperoper. Gleich schalten wir auch dahin. Und damit herzlich willkommen zu MDR um 2, auch noch mit diesen Themen für Sie. Anderes Thema, Animal Hoarding. Ja, hinter diesem Begriff verbirgt sich der krankhafte Zwang, Tiere zu sammeln. Tatsächlich, die Betroffenen nehmen jedes vierbeinige Exemplar, das sie finden, mit nach Hause und sind dann irgendwann mit Pflege und Unterhalt der Tiere völlig überfordert. Auch im Zwickauer Land hatte eine Frau wahllos Kaninchen gesammelt und in ihrer Wohnung zusammengepfercht. Nach monatelangem Martyrium müssen die Langohren jetzt im Tierheim mühsam wieder gesund gepflegt werden. So, und jetzt wird es richtig niedlich bei uns, wie man sehen kann. Denn mitten in der Adventszeit gibt es im Görlitzer Tierpark eine frohe Kunde bei den Grunzochsen nämlich. Sie sind ja die heimlichen Herrscher des tibetischen Hochlands. Und in Görlitz gibt es jetzt ein Kälbchen, das, wie gesagt, nicht nur zuckersüß ist, sondern auch schneeweiß. Und Wahlfächer an Schulen, wenn es nach Schülern ginge, würde das für alle Fächer gelten. Aber dem ist nicht so. Am Anklammer-Gymnasium gibt es aber ein Wahlpflichtfach, das sicher die wenigsten dort abwählen würden. Denn da heißt es nach Mathe, Deutsch, eine Stunde fliegen. Ah, komm. So, reden wir jetzt nochmal über Corona. Sich im Moment gegen Covid impfen zu lassen, bedeutet in erster Linie viel Geduld zu haben, denn Termine beim Hausarzt gibt es eher kurzfristig nicht und bei den mobilen Impfteams steht man mitunter stundenlang an oder wird dann nach Hause geschickt im schlechtesten Fall. Ein Apotheker aus Dresden organisiert jetzt aus eigener Kraft mit Ärzten und freiwilligen Helfern eine Impfaktion. Im Winter hat man ja das Gefühl, alles wird so ein bisschen ruhiger und auch langsamer. Und auch das Treiben auf der Elbe wird dann weniger. Die Raddampfer verschwinden, denn die Saison ist zu Ende. Auf der Werft in Laubegast beginnt nun aber ein reges Treiben, kann man sagen. Denn die alten Raddampfer werden nun bis auf die letzte Schraube im hintersten Winkel gecheckt mit ganzem Körpereinsatz. Der Bürgermeister von Glashütte ist erst seit Montag im Amt. Da steht schon die erste Bewährungsprobe ins Rathaus. Im Ortsteil Schlottwitz ist nämlich der Hartplatz für die Fußballer durch einen ungebremsten Fahrspaß, wie man sieht, völlig ruiniert worden. Und hier geht es jetzt weiter mit den Meldungen des Tages für Sie. Kurz und kompakt. In zwei Wochen ist ja schon Weihnachten. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und die meisten haben schon ihre Wohnungen schick geschmückt. Und die Geschenke sind auch schon bestellt. Doch gerade für viele ältere Menschen ist Weihnachten kein Fest der Liebe, sondern eher ein sehr einsames, weil sie die Feiertage eben allein verbringen müssen. Ja, und in dieser Woche tauchen wir ja mit Herstellern, Hobby-Baumeistern, Sammlern und Geschichtsforschern ein in die faszinierende Welt der legendären Ankerstein-Baukästen. 1995 gelang es ja, die Produktion der Steine wiederzubeleben. So werden in Rudolstadt auch heute nicht nur die traditionellen Formate, sondern auch neue Themenkästen entworfen. Wie zum Beispiel die Seifener Bergkirche. Und eine solche Impfaktion gibt es auch in der Dresdner Semperoper seit 15 Uhr, also seit ein paar Minuten, wird ja dort geimpft. Juliane für uns vor Ort. Juliane, wie groß ist denn der Andrang bei dir bereits? Schöne Musik gibt es auch, kommt man gleich ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Aus Dresden von der Impfaktion in der Semperoper war das Juliane Hennig. Vielen Dank und vielen Dank auch für die gesamte Woche mit dir. Dankeschön. Und wir haben jetzt nochmal drei unserer Top-Themen des Tages für Sie in der Zusammenfassung. Und jetzt zu Peter und Christian. Da werden Selfies gemacht, da wird ein bisschen Musik gemacht und gekocht wird auch. Was wird denn noch so gemacht bei euch heute? Getippt. Nee, in den letzten Jahren nicht. Bei dir gibt's was Russisches, oder? Nee, bei uns gibt's tatsächlich auch Fisch, Karpfen, sehr traditionell. Aber okay. Nicht blau, sondern gebraten. Und dann, je nachdem, wer jetzt auf Karpfen nicht so steht, Seeteufel oder auch mal ein Lachs. Oh, nicht. Interessant. Ja, finde ich auch. Klingt sehr interessant. Dann euch schon mal, kann man schon mal schöne Weihnachten wünschen? Fast, ja, würde ich sagen. Euch, zumindest erstmal einen schönen dritten Advent. Spiel noch mal was. Nee, es ist verstimmt. Ich stimme ja noch. Wir sind ja noch in der Probe. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schönen dritten Advent. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Tschüss.